Seit 10.30 Uhr sitze ich am Hafenbecken von Sydney in Erwartung auf das große Silvesterfeuerwerk. Nur wer früh kommt, hat die Chance auf beste Plätze. Und manche Viewpoints schließen, sobald sie voll sind. Weggegangen, Platz vergangen, nicht mit mir. Und so bin ich schon gut durchgebraten von der Tagessonne. Noch sind es 6 Stunden. Viel Zeit also, um über meine zurückliegende Reise weiter nachzudenken. Eine wichtige erste Etappe habe ich bereits hier geschafft am Hafenbecken von Sydney. Es ist 18 Uhr und die Sonne verschwindet bald. Hinter den Brückenpfeilern, das ist schon mal sehr gut. Ich habe ganze 7 Tage gebraucht, um von Perth bis nach Darwin zu kommen. Und das, was dazwischen liegt, ist eigentlich nur Einsamkeit und nichts anderes. Trotzdem gab es da ein paar ganz nette Sachen. Ich erinnere mich zum Beispiel noch an der Shark Bay, wo ich spät abends eher so eine Art Cabin bekommen habe. Außerdem bin ich ja dann in die Tropen reingefahren und je weiter nördlich ich kam, desto heißer wurde es und auch desto schwüler und wärmer wurde es. Vor allem auch das Wetter hat sich von wüstenhaft hin Richtung tropisch völlig verändert hier in Australien. Die Gewittertätigkeit hat stark zugenommen und der eine Abend, wo ich in die Gewitterwolke reingefahren bin, das war richtig klasse. Da wurde es schon dämmerig. 9.40 Uhr am Morgen. Verlasse ich jetzt mal den Indian Ocean Drive und ich werde jetzt mal zum nächsten Highlight Westaustraliens fahren. Ein wahres Naturwunder, und zwar den Pinnacles. Und dazu geht es jetzt hier diese Straße entlang. Ich habe gelesen, das ist eine Sandpiste. Ich hoffe, dem ist nicht ganz so schlimm. Hallo. Oh, I'm fine. Yes. $12 entry, please. Sure. Yep, here we are. Which one do we take? All we ask is that there's no climbing on the pinnacles. Okay. And enjoy your day out. Perfect, thank enjoy you. Enjoy your holiday. Yep. Okay, see ya. See ya. Nach dem Wave Rock sah ich mich dem zweiten Highlight Westaustraliens gegenüber. Hauptattraktion des Nambung Nationalparks sind die bis zu 4 Meter hohen verwitterten Kalksteinsäulen, die Pinnacles. Er ist deshalb auch unter dem Namen Pinnacles Wüste bekannt, welche aber nur einen 4 Quadratkilometer kleinen Teil des Parks ausmacht. Zur Erkundung wählt man entweder den 1,5 Kilometer langen Rundwanderweg oder den 6 Kilometer langen Pinnacles Drive, der sich mit einem gewöhnlichen PKW befahren lässt. Die drängendste Frage stellt sich dem Besucher wohl nach der Entstehung dieser Felsformation. Die Antwort führt uns zurück in die Erdgeschichte. Vor 500.000 bis 50.000 Jahren wuchsen Pflanzen auf dem Quarzsand. Ihre Wurzeln drangen tief in ältere, verfestigte Kalksteinschichten vor. Dabei durchbrachen sie an brüchigen Stellen zunächst eine extrem harte Kruste, die aus versickerten Säuren durch Humus, abgestorbenen Pflanzenteilen und Tieren entstanden war. Unter ihr verfestigte sich wiederum der Kalkstein zwischen den eingedrungenen Pflanzenwurzeln. Diese Bereiche sogen zudem viel Wasser auf. Auf der Oberfläche zog die quarzsandhaltige Wanderdüne jährlich 2,5 Meter weiter. Freiliegende Kalksteinschichten waren der Erosion ausgesetzt. Die in den vergangenen 20.000 Jahren abgestorbene Vegetation hinterließ Lücken, in die Quarzsand eindrang, der dann wiederum abgetragen wurde. Nur die extrem harten Bereiche der durch viel Wasser zementierten Kalksteinschicht waren von der Erosion nicht betroffen. Diese sehen wir heute als Pinnacles. Ist schon lustig, von hier oben sieht man gelegentlich mal ein Auto irgendwie durch dieses kleine Wüstenareal fahren. Ja, zum Glück ist das auch alles festgefahrener Sand. Ich hatte ja schon irgendwie ein bisschen Angst, dass man hier irgendwie mit dem PKW drin stecken bleibt und man eigentlich doch ein Pickup bräuchte. Aber geht gut zu fahren. Running in the sand. So, living on the land. Indian Ocean Drive. Da sind wir wieder. Es geht weiter nach Cervantes. All night.
parking lots. We tied our hearts in double knots so tight. So free, so ging weiter die Westküste hoch nach Norden. In einer kleinen Ortschaft legte ich zur Mittagszeit eine kleine Pause ein. Die Vorräte gingen zur Neige und ich wollte auch mal einen Blick auf die Karte werfen. Mittagszeit in Australien, die Sonne brennt vom Himmel. Ich habe jetzt hier gerade mal in Jurian Bay angehalten, bei einem Shopping Center. Mir ist nämlich das Wasser ausgegangen. Wie weit ist es eigentlich noch bis nach Darwin? Oh Gott! 3.928 Kilometer. Schön, von hier. Das ist, glaube ich, noch ein bisschen. Während man Jurian Bay als kleine Ortschaft am Wegesrand verstehen kann, gilt Geraldton, hier legte ich einen weiteren Stopp ein, als letzter Außenposten der Zivilisation. Da kommt dann erst einmal lange nichts Größeres, so die Gewissheit. Wer die Einsamkeit sucht, konnte sie im Folgenden finden. Bin ich denn jetzt und was kommt denn jetzt noch? Gegebenenfalls hopse ich vielleicht doch noch eins weiter. Eigentlich müsste ich ja mal meine digitale... Oh, das Telefon ist ja heiß. Alter, ich muss mal gerade eine kurze Telefonkühlung machen. Klimaanlage, volles Brett. So wird jedes Telefon ganz schnell wieder auf Betriebstemperatur gebracht. Mir ist nämlich aufgefallen, wenn das Ding zu warm ist, dann macht es ganz komische Sachen. Kein Wunder, bei 37 Grad Außentemperatur. Doch hier am Roadhouse Billabong hatte ich noch ein weiteres Mal Pech. Keine Zimmer verfügbar. Da hilft nur eins. Alles klar, weiter geht's. Zugegeben, es ist nicht jedermanns Sache, blauäugig drauf loszufahren, in der Hoffnung, bald etwas Passendes für die Nacht zu finden. Vor allem hier auf dieser Ecke. Nur die wenigsten Siedlungen sind groß genug, um überhaupt einen Hotelbetrieb vorzuweisen. Außer Roadhäusern gibt es am Wegesrand einfach nichts. Im Nachhinein weiß ich, auch der zweite Versuch sollte nicht klappen. Hier wäre das Overlander Roadhouse. Die Frage ist, haben die hier Hotelräume? So sah ich nur noch einen Ausweg, bereits heute Abend auf die Landzunge der Shark Bay zu fahren, der Sonne entgegen. So klein die Landmasse auf der Karte auch erscheint, so überdimensional groß war sie zu befahren. Aller guten Dinge sind drei. Der Aufwand hatte sich gelohnt. So, 19.41 Uhr ist es jetzt dann doch geworden. Wo ich heute gelandet bin, heißt zwar Resort. Ich hätte hier auch einen normalen Motelraum bekommen können, allerdings hätte der $160 gekostet. Ich habe für heute Nacht eine kleine Holzcabin. Für sage und schreibe nur 50 australische Dollar. Die ist recht warm, jetzt durch die Sonne, durch den Tag aufgeheizt. Ich habe jetzt gerade erstmal die Tür offen. Interessanterweise liegt das hier direkt am Strand, dieses Anwesen. Diese Hotelanlage ist übrigens auch derart abgelegen. Die haben hier ihren eigenen Generator laufen, damit sie Strom bekommen. Und Netz, ganz zu schweigen, hier gibt es kein Netz. Die Shark Bay. William Dampier verlieh dem Gebiet 1699 den Namen Haifischbucht. Doch auch Delfine schwimmen durch ihre seichten Gewässer. Sandbänke durchziehen die geringe Wassertiefe, die durchschnittlich nur bei 9 bis 10 Metern liegt. Die einzige, etwa 120 Kilometer lange Verbindungsstraße vom Festland durchquert das überwiegend niedrige Akazienbuschland der Perron-Halbinsel und endet in der kleinen Ortschaft Denham.
Mit rund 630 Einwohnern ist sie neben dem benachbarten Mankimia die einzig nennenswerte Ortschaft, deren Geschichte in der Mitte des 19. Jahrhunderts als Perlenfischerdorf begann. Administrative Einrichtungen, touristische Informationszentren, Geschäfte sowie Gastronomie konzentrieren sich entlang der Hafenmeile. Die Wohngebiete liegen auf einer Fläche von ca. 4 Quadratkilometern verteilt auf den landeinwärts gelegenen Straßenzügen. Auch das benachbarte Mankimia ist durch eine asphaltierte Straße am Rande des hiesigen Nationalparks angebunden. Seine Sandpisten sind hingegen nur für Allradfahrzeuge freigegeben. Südlichen Teil der Bucht trifft der Besucher auf den Hamelin Pool. Hier weist der Salzgehalt des Wassers etwa die doppelte Höhe im Vergleich zum offenen Meer auf. Ein idealer Lebensraum für eine Kolonie Cyanobakterien, die über eine ansehnliche Fläche Stromatolithen ausgebildet haben. Auf einem Quadratmeter konzentrieren sich bis zu 3 Milliarden einzelne Mikroorganismen, die mithilfe der Photosynthese die eigentümlichen Strukturen ausbilden. Dennoch wachsen sie nur langsam, maximal 1 cm über den Zeitraum von 30 Jahren. Ein Gebilde von 1 Meter Höhe wäre demnach knapp 3000 Jahre alt. So Leute, ich weiß ja nicht, was ihr jetzt macht. Ich mache jetzt erstmal einen auf den hier. Und noch was ganz Wichtiges. Volldampf. Alter, 36 Grad und das kurz vor 12 Uhr mittags. Ich glaube, es wird Zeit, dass ich jetzt hier abhaue. Ganz lange nichts. Diese drei Worte treffen es ganz gut. Noch immer waren es von der Einmündung der Landzunge der Shark Bay 830 Kilometer bis Caratha, rund 1000 bis nach Port Hedland, 1600 bis Broome, 1800 nach Derby, 2650 bis zur Grenze des Nordterritoriums, 3130 bis Katherine und 3450 bis nach Darwin. Wohlgemerkt sind die Ortschaften überschaubar klein. Tage war ich nun schon seit Perth unterwegs und die Distanzen erklären es wohl auch, warum ich die eingangs genannten 7 Tage bis nach Darwin gebraucht hatte. Eine gewisse Portion Naivität gehört für diese Strecke auf jeden Fall dazu. So vermochte ich die Etappe bis zum sogenannten Top End im Norden nur von Roadhouse zu Roadhouse aufzuteilen. 800 Kilometer am Tag waren eine gesunde Ration. Pausen macht man ohnehin automatisch, denn gefühlt war ich bei dieser Reise nur am Tanken. Das macht man in Australien stets dann, wenn Gelegenheit dazu besteht und schließt keine Wetten ab, ob die Restmenge wohl noch bis zum nächsten Boxenstopp ausreichen könnte. Und auch einzelne Elemente in der Landschaft sind eine willkommene Abwechslung. Zum Beispiel die gelegentlichen Sendemasten, die wenigstens die einzig große Hauptstraße mit Mobilfunk ausleuchten. Den passenden Netzanbieter vorausgesetzt, ist man an vielen Orten in der Lage, Hilfe zu holen. Und dann sind da natürlich noch die vielen Termitenhügel, welche das Landschaftsbild zieren. Wie große Erdhaufen erschimmern sie im Abendlicht des Outbacks. Und so lag das nächste Roadhouse auch nicht mehr in allzu weiter Ferne.
Früh am Morgen hielt ich gleich neben dem Roadhouse Nanunterra einmal das fest, was ich zuvor schon oft gesehen hatte: ausgetrocknete Flussbetten. Gleichermaßen betroffen verdiente der Ashburton River seinen Namen wohl zum Zeitpunkt meines Besuches eher nicht. Aber das gehört zum australischen Landschaftsbild, besonders hier im Outback, eben dazu. Der trockene Kontinent machte seinem Namen alle Ehre. Irgendwie ein ziemlich krasser Hintergrund, wo ich hier gerade vorstehe. Ich zeige euch mal, was es in Wirklichkeit ist. Ein kleiner Baum. Genau genommen ein Affenbrotbaum. Zu erkennen an einem relativ kurzen, dicken Stamm, der sich erst in der Baumkrone wild zu verästeln beginnt. Während der Regenzeit saugt er mit Hilfe seiner schwammigen Fasern für die Trockenheit eine immense Menge Wasser auf. Der Wassergehalt ist es auch, der ihn empfindlich gegen Kälte werden lässt. Eiskristalle würden seiner inneren Struktur zusetzen. Und so findet man ihn ausschließlich in diesen wärmeren Gefilden. Wer übrigens meint, dass es in Australien nur Kängurus, Wombats und Koalas gibt, nein, hier gibt es auch ganz viele, sehr viele freilaufende Kühe. Und leider auch einige davon tot am Straßenrand. Oft schon an den vielen Aasgeiern über der Straße zu erkennen. Den Tipp, Nachtfahrten zu vermeiden, sei jedem Australienbesucher ans Herz gelegt. Und so zog sich meine Reise weiter fort. Von Roadhouse zu Roadhouse. Nur langsam kam ich auf der Landkarte voran. Wenig ermutigend war auch die Beschilderung. Sandfire, keine Ortschaft, nur ein Roadhouse. Roebuck, auch nur eins. Selbst Derby fällt mit seinen 3000 Einwohnern nicht ins Gewicht. Doch eins änderte sich: das Klima. Denn langsam verließ ich die trockenheiße Wüstenluft hin zur tropisch feuchten Umgebung Nordaustraliens. Bei den Straßen hier muss man auch immer aufpassen, gerade jetzt zu dieser Jahreszeit. Es ist nämlich Taifunsaison, dass sie nicht gar überflutet sind und deswegen weisen die Schilder hier auch extra darauf hin. Letzte Nacht hat es zum Beispiel geregnet und deswegen gibt es auch gelegentlich auch immer Schilder, die darauf hinweisen, ob die Straße überhaupt geöffnet oder geschlossen ist. Ja, auch das ist Australien. Zum Glück habe ich ein Roadhouse gefunden und gerade soeben mein ganzes Zeug hereingetragen. Das war eine knappe Feier, würde ich sagen. Aber diese Regenwolke hat sich schon von langer Hand angekündigt. Es gibt bloß ein Problem. Ich hoffe nicht, dass das jetzt so monsunartig regnet, dass ich hier nicht mehr wegkomme mit dem Fahrzeug. Ja, denn der nördliche Teil von Australien ist eben auch der tropische. Jetzt kommt schon die zweite Gewitterschauer, die gerade heftig herniedergeht draußen. Ist die Sonne jetzt weg. Und es wird voller. Inzwischen ist es 8 Uhr hier am Hafenbecken in Sydney. Und ja, die Dämmerung tritt so langsam ein. Und vor allem, wir mussten alle schon ein wenig näher zusammenrücken, damit hier mehr Leute hin können. Auf meiner weiteren Reise geht es weiter im Programm, und zwar der tropische Norden. Dort im Wesentlichen das Highlight, die Ecke um Darwin. Dort oben ist das Klima derart tropisch, noch viel schwüler und wärmer, als ich es bisher in Asien erlebt habe. Wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum ich nicht ganz so lange da war, aber auch deswegen, damit ich an anderen Ecken mehr Zeit hatte. Nach all den ganzen Kilometern von plattem Grasland und Buschland durchfahre ich jetzt hier die Ausläufer der Kimberleys. Und das hier ist eben nicht nur plattes Grasland, sondern wir haben auch mal wieder ein paar Berge, die das Panorama zieren.
das mit dem Stay Alert, Stay Alive hat wahrscheinlich für diese Viecher hier irgendwie nicht so ganz geklappt. Ziemlich groß, diese Tiere oder was das auch immer war. Das da unten könnte mal ein Schmetterling gewesen sein, aber überdimensional, versteht sich. Und weiter geht's. Tja, die Kimberleys. Schöne Gegend hier. Schon früh am Morgen zog ich am ersten Roadtrain des Tages vorbei. Den Great Northern Highway hatte ich verlassen und bewegte mich nun auf dem Victoria Highway vorwärts. Und von hier aus sieht man das erste Mal die Kilometerzahl nach Darwin. Es sind noch 877. Wer das Kimberley-Plateau und Tafelland erleben will, dem sei hier oben die in der Nähe verlaufende Gibb River Road empfohlen. Zu weiten Teilen eine Schotterstraße mit einigen Furtquerungen, ist sie eine eigene Reise wert. So blieb ich lieber auf dem Teerbelag und erreichte 43 Kilometer vor der Grenze Westaustraliens die Ausläufer der Kleinstadt Kununurra. Dass man den Ort in den 1960er Jahren für ein Bewässerungsprojekt gründete, wurde zum Beispiel hier an einem Staudamm deutlich. Doch es war weniger der Staudamm, den die hiesigen Touristen interessierte. Sie warteten auf eine Fotogelegenheit eines herannahenden Schwerlasttransporters. I mean, intelligent conversation it was. Yeah, of course, every time. Ich bin jetzt mal von der Straße rechts abgefahren. Dort verwies mich ein Schild an den Lake Argyll, den sehen wir hinter uns. Hier wird nämlich der Ord River aufgestaut zu diesem eben großen Stausee. Außerdem versorgt er die lokale Umgebung mit Wasser und Energie. Auch wenn es nicht so aussieht, erfasst die neunfache Wassermenge des Hafenbeckens von Sydney und die zwei- bis dreifache Menge des Bodensees. Gespeist aus dem Ord River stellt er, gemessen an dem Speicherraum, das zweitgrößte Süßwasserreservoir Australiens dar. Mit dem Aufstau entwickelte sich ein neues, gut gedeihendes Ökosystem. Man zählt bis zu 26 Fischarten. Weiterhin soll es hier bis zu 25.000 Süßwasserkrokodile geben. So, die Schleife durch Westaustralien habe ich beendet. Hinter mir ist auch wieder eine Quarantänestation zu sehen, wo die Karren wieder gefilzt werden. Auf jeden Fall war es in Westaustralien sehr schön. Ein Landesteil, der siebenmal so groß ist wie Deutschland. Es geht jetzt aber weiter zum nördlichen Territorium und im Anschluss Südaustralien. Dort liegt ja wieder Adelaide, da muss ja der Mietwagen auch wieder hin zurück. Und einen haben wir noch auf dieser Reise, das ist dann Tasmanien. Nach weiteren 470 Kilometern erreiche ich am späten Nachmittag Katherine, die viertgrößte Stadt im Northern Territory. Für den Straßenverkehr stellt sie ein wichtiges Wegkreuz dar. Hier trifft der aus Western Australia kommende Victoria Highway auf den Stuart Highway, der die Stadt Darwin im Norden sowie Alice Springs und Adelaide im Süden verbindet. Für mich ist sie eher Übernachtungsmöglichkeit, auf dem Weg in die letzte Etappe nach Darwin. Nach ganz vielen gefahrenen Kilometern steht er nun endlich wieder auf dem Parkplatz und diesmal sogar unter Palmen und auch heute mal in einem Hotel, was etwas besser ist.
Von Catherine aus kommend, bietet es sich abhängig von der zur Verfügung stehenden Zeit an, mindestens einen der großen Nationalparks im sogenannten Top End, dem Norden Australiens, zu besuchen. Neben dem großen Kakadu-Nationalpark vermag der kleine Bruder Litchfield zwar weniger Besucher anzuziehen, fügte sich aber optimaler in meine Zeitplanung ein. Die Kleinstadt Bachelor dient allgemein als Tor dorthin. Schon diese ist inmitten des tropischen Grüns gelegen und man hat nur selten eine Chance, vom Wegesrand überhaupt ein Wohnhaus auszumachen. Im Park selbst gibt es einige Anlaufziele, welche über die Litchfield Park Road erreicht werden können. Bei tropischer Luftfeuchtigkeit und Temperaturen jenseits der 36 Grad ist jeglicher Aufenthalt außerhalb des klimatisierten Fahrzeugs aber kein leichtfertiger Spaziergang, sondern leicht förmlich harter Arbeit. So, die Mütze muss ich mir, glaube ich, jetzt mal abziehen hier im Litchfield Nationalpark, aber mehr oder weniger nur aus dem Grund, damit ich mal was zu wedeln habe bei diesen vielen Fliegen hier. Gut, Termitenhügel. Ich stehe gerade mal wieder nebenein. Wir haben ja schon viele gesehen in diesem Film. Große, kleine, dicke, mittel, dünne und so weiter. Dieser hier ist besonders groß und diese findet man hier im Litchfield Nationalpark. Ich schätze den hier auf schon eine Größe zwischen 5 bis 8 Metern. Und ja, das Interessante hier außerdem ist, dass sie magnetisch positioniert sind. Damit war ich schon bei der ersten Station in dem rund 1450 Quadratkilometer großen Park, den Magnetic Termite Mounds. Ich sah mich flachen, exakt in Nord-Süd-Richtung errichteten Termitenhügeln gegenüber, die weltweit nur hier vorkommen. Ihre besondere Ausrichtung lässt die Sonne nur die schmale Seite bescheinen, sodass die Temperaturen im Inneren des Baus lediglich moderate Werte erreichen. Schöne australische Natur, oder? Absolut geil. Aber diese Fliegen hier sind der Hammer. Nicht umsonst gibt es eigentlich überall diese speziellen Hüte zu kaufen mit einem eigenen Fliegengitter drumherum. Und auch gegen das schwüle Klima ist ein Kraut gewachsen. Die Rockholes versprechen Abkühlung und sind überdies krokodilfrei. Zwar hatte ich keine gesehen, dennoch sind bereits Angriffe hier im Nationalpark gemeldet worden. Unterm Strich stellen sie nur ein kleines Übel dar. Auch heftige Monsunniederschläge können ein Problem sein. Dennoch kann der Litchfield Nationalpark über das gesamte Jahr hinweg besucht werden. Die Wasseradern zogen sich fort. So warf ich einen Blick auf die Florence Falls, die das Buschland durchziehen. Der segmentierte Wasserfall überwindet eine Höhe von 64 Metern. Je nach Zeitbudget kann man zwischen einem einfachen Aussichtspunkt und einem längeren Wanderweg wählen. Australien und seine unendlichen Weiten. Die letzte Station, ich sehe mich jetzt den Tolmer Falls gegenüber. Zugegeben, im Moment gleicht es eigentlich mehr einem Rinnsal, aber dennoch nett anzusehen, wie das Wasser sich hier seinen Weg in den Felsen gräbt. Jetzt im Anschluss geht es auf der gleichen Strecke wieder zurück durch den Litchfield Nationalpark. Denn man kann zwar jetzt auch weiter durch den Park fahren, aber dann verwandelt sich die Straße leider irgendwann zu einer Schotterstraße und das ist mit dem PKW nicht so optimal. Und dann geht es weiter nach Darwin. Da will ich ja heute Abend noch ankommen. Insgesamt ein Umweg von 60 Kilometern. Nach insgesamt 7706 Kilometern am Abend sollte das zweite Wunder dieser Reise geschehen sein. Die Skyline Darwins lag auf 12 Uhr voraus. Eine Woche und die Distanz von 4160 Kilometer trennt mich nun von Perth. Ein unglaublicher Trip. Schon bei der ersten Australienreise hegte ich die Hoffnung, die nördlichste Großstadt des Landes mit ihren ca. 121.000 Einwohnern zu besuchen. Diesmal sollte es also klappen. Emerge. Emerge.
Das tropische Flair ist allgegenwärtig. Dennoch ist es der Größe der Stadt geschuldet, dass man vergleichsweise schnell den Überblick gewinnt. So genügten mir bereits die folgenden Anlaufpunkte: das Regierungsviertel, ein historischer Lagertunnel für Ölvorräte, das Lions Cottage, der Bicentennial Park, der Innenstadtbereich mit seiner Backpackerstraße Mitchell Street und zum Tagesausklang der Mindle Beach. Auch wenn man es Darwin heute nicht mehr ansieht, die Stadt hat eine bewegte Geschichte hinter sich. 1869 gegründet, wurde sie mehr als einmal zerstört und wieder aufgebaut. Durch die strategische Lage legten am 19. Februar 1942 188 japanische Flugzeuge die Stadt mitsamt Treibstofflagern und den Hafen in Schutt und Asche. 243 Zivilisten und Soldaten fanden den Tod. Ein Jahr später begann man mit dem Bau von bis zu 200 Meter langen unterirdischen Tunneln, um in diese Öl einzulagern. Einige von ihnen existieren noch heute. Die zweite Katastrophe brachte Zyklon Tracy am 25. Dezember 1974. Er zerstörte 70% der Bauwerke, zumeist alte aus Backstein gebaute Häuser. So ist das Lions Cottage eines der ältesten Häuser Darwins, das die damalige Telegrafengesellschaft beherbergte. Von den Japanern nicht ausgelassen, überlebte es halbwegs die übrigen Wetterkapriolen. Ein Blick zurück gelingt im Bicentennial Park gleichermaßen. Während mancher Parkbesucher zum Relaxen verweilt, sind es die Gedenkstätten, welche an die Historie erinnern. Aber Darwin schaut nach vorn. So sind die heutigen Bauwerke stabiler ausgelegt und mit dem neuen Parlamentsgebäude des Northern Territory hat man einen markanten Wiedererkenner geschaffen. Vorgerückter Stunde, kurz vor 17 Uhr, ist nicht so wirklich viel los hier gerade. Viele Geschäfte haben irgendwie schon zugemacht. Ich weiß auch gerade nicht, obwohl heute Montag ist. Interessant ist es aber dennoch, wenn man hier so in das ein oder andere Kaufhaus, was noch geöffnet hat, reingeht, was voll klimatisiert ist. Wenn man hier draußen sich aufhält, bei den Temperaturen ist der Fußmarsch doch recht schweißtreibend. Und wenn man in einen klimatisierten Raum kommt, ist das gleich doch alles viel angenehmer. Fast schon ein wenig zu kalt. Während die Smith Street sozusagen die zentrale Einkaufsmeile ist, dort sind wir ja gerade schon gewesen, ist die Mitchell Street sozusagen die Backpackerstraße. Jede Menge Restaurants und Hostels reihen sich hier aneinander. Da stellt sich auch für mich die Frage, wo ich heute Abend vielleicht sogar noch preiswert unterkommen könnte. Wie und wo lässt man am besten den Abend in Darwin ausklingen? Möglicherweise in der Innenstadt. Das ist durchaus richtig, aber wie wäre es denn mal mit einem entspannten Abend hier am Mindle Beach? Und das Interessante ist, wenn man hinten auf die See rausfährt, dann befindet man sich schon gar nicht mehr im Indischen Ozean, der liegt natürlich schon lange, lange hinter uns, sondern hinter mir ist jetzt schon die Timorsee zu sehen. Und wenn man weiter raus aufs Wasser fahren würde, dann würde man irgendwo bei Timor-Leste rauskommen. Was für eine Atmosphäre. Die Tropensonne tauchte die Szene in ein emotionelles Licht. Dazu ein leichter Wind. So denn stand Darwin kurz davor, in die Nacht zu verschwinden. Ein letztes Mal war ich der Tropensonne nahe, denn schon am Folgetag begann die Kehrtwende gen Süden.
22 Uhr am Hafenbecken in Sydney. Tja, noch 3 Stunden bis zum finalen Feuerwerk und dann wäre das Warten auch endlich geschafft. Nun gut, es geht weiter in meinem Reisefilm. Wie fühlt es sich wohl an, Orte noch einmal wiederzusehen, die sehr weit entfernt sind? 13.000 Kilometer, whatever, ganz mächtig. Ich habe nämlich meine Reiseroute so gelegt, dass ich noch einmal durch die Landesmitte gefahren bin, noch einmal durch das Rote Zentrum, noch einmal durch Alice Springs, noch einmal war ich am Roadhouse in Three Ways gewesen, zu dem ich persönlich eine besondere Beziehung pflege, weil es so abgelegen ist, weil es so ein einsamer Ort ist und weil es mitten in Australien ist. Das war einfach klasse. Genug der Worte, das müssen wir uns jetzt einfach ansehen. Und nein, noch ist das Feuerwerk noch nicht da, wir haben dann noch ein Kapitel übrig. Einen habe ich noch. 8.30 Uhr am Morgen, aber schon 34 Grad. Mir läuft jetzt schon wieder die Brühe. Ich bin noch in Darwin, stehe hier noch mit dem Auto auf dem Parkplatz beim Hotel, wo ich hier genächtigt habe. Und so brach schon die letzte Etappe der großen Westschleife herein. Die Längsquerung des australischen Kontinents zurück nach Adelaide. Denn ehrlich gesagt war es hier im Norden viel zu warm. So machte sich schnell Vorfreude auf das trockenheiße, rote Zentrum breit. Mit diesem Ziel saß ich bis zum späten Abend hinterm Steuer. Stimmungsvollen Abendsonne tauchte am Horizont schließlich jenes Roadhouse auf, das ich bereits bei meiner ersten Australienreise angesteuert hatte. Damals kam ich von der Ostküste, diesmal kam ich von Norden. Ein Fernreisender kehrte zurück. Wahnsinn! Ich breche ab. Es fühlt sich sehr komisch an, wenn man an einen Ort zurückkommt, der sehr weit weg ist. Ja, und wenn man einfach nochmal hier ist. Irgendwie ein schönes Gefühl. Dieses Schild zeigt es ganz deutlich. Damals bei meiner ersten Australienreise kam ich von Mount Isa bzw. dem Roadhouse Barclay Homestead. Ja, und bin dann weiter von hier aus nach Alice Springs gefahren. Das möchte ich ab hier aus dann morgen auch machen. Und bis runter nach Adelaide. Da werden wir uns dann nochmal auf den Spuren einen Moment der ersten Australienreise begeben. Eigentlich will ich das gar nicht mehr so im Detail dann nochmal alles durchspielen, weil das haben wir ja schon bei meiner ersten Australienreise gesehen. So ein wenig Einblicke, denke ich mal, wenn wir schon mal hier sind, gönnen wir uns definitiv. Die folgenden Tage teilte ich hinsichtlich der Strecke ähnlich meiner ersten Australienreise auf. Und so zeigen uns die anstehenden Bilder noch einmal die Highlights jener Orte des ersten Reisefilms. Da wären als erstes die Devil's Marbles zu nennen, etwa 130 Kilometer südlich vom Roadhouse vergangener Nacht entfernt. Australiens Urbevölkerung, die Aborigines, nennen sie Kalu Kalu, das bedeutet rundes Objekt. Tatsächlich handelt es sich um Granitvorkommen, die an der Erdoberfläche im Laufe der Zeit kugelförmig geformt wurden. Nach weiteren 400 Kilometern erreichte ich Alice Springs mit seinen fast 22.000 Einwohnern. Auch bei dieser Ortschaft kann man von isolierter Lage sprechen. Liegen alle größeren Städte doch mindestens 1500 Kilometer entfernt. Dass der weltbekannte rote Felsen Ayers Rock sich aber gleich in direkter Nachbarschaft befindet, bleibt infolge der 450 Straßenkilometer dazwischen ein Trugschluss. Denn zunächst taucht in der Ferne der Mount Connor auf, ähnlich interessant geformt und auch er sticht in besonderer Weise aus der Landschaft des Roten Zentrums heraus. Doch was wäre Australien bloß ohne sein angenehmes Abendlicht? Und so verweilte ich zu vorgerückter Stunde auch diesmal am vorgenannten Wahrzeichen des Landes, wie so viele andere Reisende auch. Thank you.
Zurück im Bundesstaat Südaustralien erreichte ich inmitten des wüstenhaften Karstlandes abermals die kleine Ortschaft Cooper Paddy. Hier dreht sich alles ums Edelsteingeschäft. Die Landschaft ist übersät mit tiefen Grabungen, bei denen Opale aus der Erde zutage befördert werden. Australiens Rohstoffreichtum ist es auch, der neben den vielen Roadtrains auf der Straße ein verlässliches Transportsystem verlangt. Und so durchzieht neben dem Stuart Highway eine Eisenbahnstrecke die Landesmitte, die einer Lebensader gleichkommt. Dennoch hat der Bergbau eine witzige Situation dergestalt geschaffen, dass man manche Mine zu einem Hotel unter Tage umfunktioniert hat. Bei den vorherrschenden Außentemperaturen sehen sich die Übernachtungsgäste also einer kühlen Unterbringung gegenüber, die völlig ohne Klimaanlagen auskommt. Zurück in Port Augusta war dann auch endlich das Wahnsinnige passiert. Ich habe den großen westaustralischen Kreis geschlossen. Hier an diesem Schild bin ich vor... da lachen schon ein paar Leute, krass. Hier an diesem Schild bin ich vor ein paar Tagen, gefühlt zweieinhalb Wochen, nach links abgebogen und bin durch Westaustralien gefahren. Und jetzt bin ich eben über den Stuart Highway wieder zurückgekommen vom nördlichen Territorium. Die Leute gucken alle ganz krass hier. Da sich der Trip ja jetzt hier langsam auf dem australischen Festland dem Ende nähert, ist das Outback natürlich auch in gewisser Art und Weise an diesem Wagen haften geblieben. Insbesondere wenn ich hier mal so in den Fußraum reingucke oder auch draußen. Deswegen stehe ich hier gerade neben Mr. Happy Vac. Ein treuer Freund und Helfer der Sauberkeit. Tools der Zivilisation, könnte man auch sagen. Denn ich hatte meinen Rückweg nach Adelaide gefunden. Nun bleibt uns nur noch ein Kapitel dieser Reise zu erzählen.